Beim German Junior International Badminton Championship 2018 lag Spannung in der Luft. Die Vorrunden des Halbfinales ließen eine ausschließlich fernöstliche Aufstellung an Spielern zurück, welche in den letzten Runden ihr Bestes gaben, um die ersehnten Titel zu ergattern. Badminton ist ein sehr universeller Sport. Sie müssen ausdauernd sein, sie müssen schnellkräftig sein, verlangt hohe Anforderungen an die Intelligenz, ist also sehr universell. Im Finale galt es dann, die Teams, die in den Vorrunden gewannen, gegeneinander spielen zu lassen, um so den Sieger der verschiedenen Doppel- und Einzelkategorien zu ermitteln. Bisher war sie sehr erfolgreich. Es ist das 10. Mal, dass sie in diesem Jahr ausgerichtet wird. Ist die stärkste Besetzung seit 10 Jahren und bisher ein voller Erfolg. Um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, wurden auf die Spiele folgend die Gewinner zu ihren Gefühlen und Zukunftsplänen befragt. ครับก็ทําให้คู่ต่อสู้เสียจังหวะก่อนแล้วก็ค่อยฉวยโอกาสครับ Die Meisterschaft, die in diesem Jahr ihr 10. Jubiläum feiert, entlohnte die Spieler nicht nur mit der durch den Sieg beigeführten Anerkennung. Auch bei der Preisverleihung wurde sich über die edel aussehenden Glastrophäen ordentlich gefreut. Hauptstadt Sport TV sagt herzlichen Glückwunsch an die Sieger.